Hallo und willkommen bei Blöde Frage. Es ist heute soweit, wir haben unsere Pilotsendung und ich habe mir lange überlegt, mit welchem Thema wir anfangen möchten, denn eigentlich wäre Politik so angesagt gewesen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich mein gesamtes Umfeld Tag und Nacht mit politischen Fragen quäle und ich verspreche euch, dass wir Politik noch machen werden, aber bei dem Wahlkampf, der zurzeit abgeht, geht sich das einfach nicht mehr aus, weil ich kann es nicht mehr hören und ihr wahrscheinlich auch nicht. Darum haben wir uns gedacht, wir nehmen uns ein anderes Streitthema her, wo es verschiedene Meinungen, verschiedene Standpunkte gibt. Und zwar ist es die Thematik Alternativmedizin pro und contra. Da gibt es ja verschiedenste Meinungen. Die einen schwören auf die sogenannte evidenzbasierte Medizin, also die Schulmedizin im Volksmund, und sagen, alles andere ist kompletter Schmafu. Und dann gibt es die andere Seite, die ist davon überzeugt, dass eigentlich die Schulmedizin, das sind nur Verbrecher, das ist eigentlich ein kompletter Schwachsinn und es geht nur über Energie und was weiß denn ich alles. Wen ladet man sich da als Gast ein, um so ein Thema zu besprechen? Das ist gar nicht so leicht, weil ich könnte mir jetzt entweder einen Schulmediziner einladen, der eben diese eine Ansicht vertritt, oder auf der anderen Seite einen Alternativmediziner, der nur die andere Seite vertritt, wäre aber einseitig. Darum habe ich mir überlegt, ich suche mir jemanden, der in beiden Seiten affirm ist und sich da wirklich auskennt. Und habe heute hier und bin sehr stolz und sehr froh darüber, den Dr. Helmut Baczowski hier begrüßen zu dürfen und ihn zu dem Thema zu befragen, weil er sich mit beiden Seiten wirklich gut auskennt. Hallo Helmut, schön, dass du da bist. Ja, servus. Super, dass wir es geschafft haben. Du bist vielleicht vorweg einmal Doktor, also für jemanden wie mich. Ja, da gehört noch der Diplom-Tierarzt dazu. Das auch noch? Ja, natürlich. Das heißt, du bist Tierarzt? Ja, primär war ich Tierarzt. Okay. Oder habe Veterinär studiert. Ja. Nachdem ich das Diplom gemacht habe, habe ich dort dissertiert an der Pathologie und habe mit dem Dr. Wettmet abgeschlossen. War dann auch einige Zeit auf der Pathologie als Assistent tätig, also im Mittelbau. Habe also auch die Pathologie von der Pike auf gelernt und wiederholt und habe während der Assistenzzeit dann Humanmedizin studiert. Das ist damals noch möglich gewesen. Heute ist ja das aufgrund der Studienordnung und Studienlage nicht mehr möglich, dass man Doppelstudium in dieser Form überhaupt machen kann. Also habe ich dann überlappend eben mein zweites Studium selbst finanziert und dann 1989 auch als Humanmediziner promoviert. Okay. Ist das eigentlich so, für mich klingt das irgendwie, also ich stelle mir das ja so vor, dass man ja eigentlich als Veterinärmediziner muss man ja zum Beispiel über Pathologie, also über die Lehre des Körpers und so weiter, ja eigentlich viel mehr wissen, weil man ja die ganzen Viecher kennen muss, oder? Naja, Pathologie ist die Lehre des Leidens. Nicht? Das ist an sich das zentrale Gebiet sowieso in der gesamten Medizin. Dazu gehört natürlich auch die Gerichtsmedizin, die mich auch eine Zeit lang interessiert hätte. Nur halt ein Leben lang nur mit Leichen und kriminalistischen Fällen in der Form zu tun zu haben, gut, habe ich dann nicht gemacht. Ne? Also aber hat man da nicht, muss man da nicht wesentlich mehr wissen als in der Anatomie? Anatomie ist etwas ausführlicher, insofern, weil halt tierspezifisch Unterschiede da sind in dem anatomischen Aufbau. Physiologie, also die Lehre über die natürlichen Funktionsweisen, sind im Grunde ident, weil wir sind halt zweibeinige Säugetiere, könnte man sagen. Ne? Ja. Wobei man manchmal sich fragen muss, ob die Viecher nicht in irgendeiner Form gescheiter sind als wir. Ne? Aber das geht in die Philosophie, bitte. Ja. Also, bringt an das Studium der Viecher, auf gut Deutsch gesagt, in der Humanmedizin was? Natürlich, es ist ja auch was angerechnet worden. Nicht? Also vorklinische Fächer wie Chemie, Biochemie, was war da noch, Histologie ist ident gewesen. Was ich nachmachen musste, war also Anatomie, das noch einmal, Physiologie halt noch einmal. Das war es eigentlich schon. Ja. Also von der Vorklinik. Das Studium war damals überhaupt anders aufgebaut als heute. Okay. Wieso bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren? Also vorweg einmal die Welt.
primär, gut, eigentlich wollte ich ja Förster werden. Okay. Nachdem man in Österreich kaum Förster mehr braucht, hat sich dann halt mit der Zeit das herauskristallisiert. Primär habe ich eigentlich mit den Menschen nichts zu tun haben wollen, weil es mir im Grunde, naja, immer gedacht, das ist nicht für mich geeignet, ich wollte mich jetzt auch zurück und habe daher mit der Veterinärmedizin begonnen. Aber im Laufe der Zeit, eigentlich ja, nach zwei Drittel, wie mein Studium fertig war, hat mein Freund und langjähriger Kollege auch gemeint, er studiert jetzt Medizin. Darauf habe ich gesagt, gut, wenn du das machst, mache ich das auch. Und wir haben halt beide angefangen. Nicht? Okay. Und ja, ich bin fertig geworden und er hat aufgegeben. Okay. Jetzt als Laie, der so gar keine Ausbildung hat, so wie ich, ich hätte mir gedacht, wenn mir die Schule nicht viel zu mühsam gewesen wäre, weil Schule jetzt, sagen wir mal, das war nie so meine Geschichte, aber ich hätte mich ja Medizin grundsätzlich, so dieser Gedanke des Heilens, ja, das hätte mich ja auch immer fasziniert. Das wäre vielleicht so der Motor für mich gewesen, wenn ich denn ein Schüler gewesen wäre. Was war bei dir der Motor? Hast du, weil das frage ich mich immer, gerade bei Ärzten ist das so eine Geschichte, ne? Ist dieser Motor, dass man Medizin studiert, ist das eher eine Geschichte, eine pragmatische, dass man sagt, naja gut, das ist ein super Job, ein sicherer irgendwie, Ärzte wird man immer brauchen, oder ist es tatsächlich diese romantische Ader, dass man sagt, okay, man hat einfach so dieses Heilergehen irgendwie in sich und möchte dann da irgendwie als Heiler fungieren und drum macht man das. Wie war das bei dir? Ja, primär einmal vom Heilergehen würde nicht sprechen. Okay. Das ist überhaupt ein Problem. Natürlich am Anfang, vielleicht ist eine Empathie auch dabei, ich meine, dass die Jobaufsichten damals auch nicht rosig waren. Es war hinter jedem Busch waren mehrere Veterinäre schon und hinter jedem Busch sind eh schon 10 Ärzte gestanden, im Gegensatz zu heute. Heute ist es ja so, dass wir eigentlich zu wenig Mediziner ausbilden, auch zu wenig Mediziner haben. Das ist hier das Problem auch in Deutschland, wo also bereits seit Jahren ein massiver Medizinermangel herrscht, sodass die also im Grunde im Ausland zukaufen, beziehungsweise sagen, kommt zu uns, nicht? Wir haben bessere Stellen, die Schweizer machen das genauso. Auch in England werden immer wieder halt nicht Englisch, also Engländer angestellt, sondern die suchen genauso. Schweden hat eine Zeit lang massiv gesucht, Norwegen hat eine Kampagne gehabt vor einigen Jahren, weil es keine Ärzte gehabt haben. Nicht? Und wir sind jetzt in genau demselben Bereich. Und das ist im Grunde ein Versäumnis, angesprochen von deinen immer politischen Ideen, das ist ein Versäumnis der Politik, beziehungsweise der Politiker und der dafür Verantwortlichen. Und dieses Loch zuzumachen, das wird eine ganze Generation dauern und wird so auch nicht möglich sein, weil wenn sie eine Beschränkung haben, so wie jetzt, von 1000, und davon werden in der Regel vielleicht 40% wirklich fertig und davon verschwinden wieder ein großer Teil in irgendwo in andere Länder, so wird sich das noch verschärfen und vergrößern. Okay. Jetzt bin ich allerdings abgeschwiffen, weil es war das Heilergehen nicht? Im Gespräch. Also dieser Zwang, unbedingt jemanden beglücken zu müssen, den hatte ich nie. Okay. Und ist auch von Vorteil, wenn man da ein bisschen Abstand halten kann. Okay. Wegen dem Geld, muss man sagen, ja, das ist eher ein Märchen, heutzutage immer mehr. Nicht? Die Kollegen als Fachärzte in der Chirurgie arbeiten teilweise für 15 Euro die Stunde netto. Wirklich? Ja. Okay. Und in der Bevölkerung hast du immer nur noch die Gestopften, nicht? Die fahren die dicken Autos etc. Natürlich, es gibt ein paar Ausnahmen, nicht? Radiologie war früher mal sehr begehrt, ist mittlerweile aber auch nicht so, ja, dass man sich eine goldene Nase damit verdienen kann. Okay. Du hast ja dann, muss man eigentlich als Arzt, wenn man heute studiert und das Studium fertig macht, muss man sich dann auf ein Fachgebiet irgendwie spezialisieren? Müssen nicht. Ich meine, in Österreich ist das Problem insofern, das haben die Deutschen besser gelöst. Wie du weißt, die haben auch den Facharzt für Allgemeinmedizin. Okay. Das heißt, dieser Niveauunterschied, ne, zwischen hier Facharzt und hier Allgemeinmediziner oder praktischer Arzt früher, ja. Auch der im sozialen Status, den gibt es draußen nicht. Da sind halt die Deutschen wieder mal viel effizienter gewesen als hier. Okay. Facharztausbildung draußen dauert genauso 6 Jahre wie für einen Internisten.
und im Spital die Arbeit auf den internen Kliniken wird genauso von einem Facharzt für Allgemeinmedizin geleistet wie von einem internistischen Facharzt und gilt auch für die Intensiv. Okay. Und den Allgemeinmediziner hat man eigentlich in Österreich sukzessive kaputt gemacht. Denn der sollte eigentlich ein Allrounder sein und das größtmögliche Wissen auch in den einzelnen Fachdisziplinen haben, um als Manager nachher zu entscheiden, ja. Okay, dann den Spezialisten brauchen wir oder den ziehe ich zu oder den nicht. Und das ist völlig daneben gegangen aber bei uns. Das ist ja extrem wichtig, oder? Ja, wäre. Ja. Ist aber offensichtlich von den maßgebenden Damen und Herren in den entsprechenden Entscheidungsgremien nicht realisiert worden. Okay. Und das Problem haben wir jetzt nicht. Wir kriegen dafür halt so DDR-artige Primary Healthcare Centers. Ne? Ja. Das werden dann Themen sein, wo ich mich dann, glaube ich, ausführlich mit den Politikern unterhalten werde, die dann noch bei uns zu Gast sein werden. Zu dir vielleicht noch, du bist Onkologe, oder? Nein, nicht? In dem Sinn bin ich kein Onkologe, weil ich bin ja kein Facharzt für innere Medizin. Ich habe zwar die Hälfte dieser Ausbildung auch hinter mir, ja. So wie auch auf der Intensivmedizin sozusagen, aber de facto bin ich kein Onkologe. Ich beschäftige mich mit diesem Gebiet natürlich, allerdings eben als Allgemeinmediziner. Okay, verstehe, alles klar. Gut, na, das ist einmal für mich interessant zu wissen, dass man die auch einordnen kann. Ich dachte nämlich tatsächlich, dass du Onkologe bist. Nein, nein. So schnell kommen Missverständnisse auf. Ja. Jetzt hast du, du bist verheiratet mit einer Japanerin, ja, das hat sich auch so ergeben. Ja, wie ist das passiert? Ja, mein Gott, man trifft sich, ja. Nicht? Und manchmal hält das Ganze und manchmal geht es halt auseinander. Ja. Bei uns hat es halt gehalten. Okay. Du sprichst also auch Japanisch? Oder? Ja, das ist auch eine kleine Marktlücke, wenn wir jetzt schon vom ökonomischen Standpunkt aus sprechen wollen. Natürlich, ja. Weil ich die Patienten in der Landessprache betreuen kann. In Japan? Nein, hier. In Japan darf ich auch nicht ordinieren oder auch nicht als Arzt tätig sein. Achso, du meinst Japaner kannst du hier? Natürlich, hier, die hier Ansässigen, ja, teilweise eben, oder auch die Reisenden, nicht? Ja. Weil die oftmals halt akute Fälle haben, meistens sind sie übermüdet, auch junge Reisende, nicht? Die fahren auch Wochen nach Europa, glauben sie können das alles im Nebenbei machen und dann werden sie halt krank, nicht? Fieber etc. Nicht? Okay. In dem Fall eben bin ich ein Ansprechpartner, weil die Japaner haben das so organisiert, dass die Versicherer zusammengegangen sind und gewisse Firmen in Europa sozusagen als Pool diese Versicherungen verwalten. Und wenn jemand erkrankt, dann ruft er die Notfallnummer und die schauen dann, welcher Arzt zum Beispiel in Wien Japanisch sprechen gerade zu haben ist oder eben frei ist, dass er halt den Patienten behandelt. Gibt es da viele, die das kennen oder? Ja, es gibt nicht viel, sagen wir so mal. Eine Handvoll. Ja. Also in jedem Sushi-Laden werden wir praktisch Visitenkarten aushängen. Würde ich nicht machen, weil die meisten Sushi-Läden werden ja nicht von Japanern betrieben, sondern halt von Chinesen oder Koreanern, Vietnamesen meistens. Ja. Also, es gibt ein paar Reine. Nicht? Das Saka im 8. Bezirk, das ist so wie von einem Japaner betrieben. Okay. Original. Japanisches Restaurant. Ja. Jetzt machst du zusätzlich zur evidenzbasierten Medizin, also zur Schulmedizin, auch die sogenannte Campo-Medizin, nennt sie das, glaube ich. Ne? Ja, das ist eine Form der sogenannten Komplementär- oder additiven Methoden, die man anwendet. Was heißt das eigentlich genau? Komplementär? Naja, komplementär heißt zur Lehrmedizin dazu. Okay. Additiv ist dasselbe quasi. Okay. Man verwendet halt Behandlungsmodalitäten, die nicht unbedingt im Lehrbetrieb unterrichtet werden. Okay. Dazu zählt zum Beispiel die Campo-Medizin, die im Grunde ein Ableger der DCM ist. Nicht? Okay, das ist die traditionelle chinesische Medizin. Okay. Die in Europa primär einmal bekannt geworden ist durch die Akupunktur und später dann durch die gesamten Phytopharmaka, also Pflanzenmedizin. Okay. Ne?
Ich habe das halt anders gemacht. Ich habe Gelegenheit bekommen, als Stipendiat nach Japan zu gehen, für 2 Jahre an eine Universitätsklinik in Toyama mit einem angeschlossenen WHO, also World Health Organization oder so, wow, wie man auf Englisch sagt, halt nicht so, angeschlossenes Institut, nicht? Also eine interne Abteilung, die also auch diese traditionellen Methoden eingesetzt hat. Dort konnte ich das 2 Jahre lang studieren und die Akupunktur in einem Nachbarspital, so wie halt von Wien nach Baden, nicht? Bin halt immer einmal in der Woche dorthin gefahren und habe 8-9 Stunden am Tag dort einmal die Woche Akupunktur gelernt, wobei eben die Technik der Akupunktur etwas anders ist als wie die der chinesischen Nadelungstechnik. Okay. Die japanische wird eben mit einem Führungsröhrchen gemacht und teilweise auch mit feineren Nadeln. Und ja, mein Lehrer hat immer gesagt, wenn es weh tut, dann hast du was falsch gemacht. Okay, also darf oder sollte Akupunktur nicht wehtun? Nein. Okay. Der zweite Standbein also dieser traditionellen asiatischen Medizin ist natürlich die Pflanzenmedizin. Das dritte ist natürlich die Diätetik, nicht? Die Ernährungslehre. Und dann gibt es noch die gesamten Massagetechniken, nicht? Die natürlich auch in der DCM verankert sind. Man kann sich das geografisch eben so vorstellen, dass halt von China das Wissen dann in den die Jahreszahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Tut mir leid, mir macht nichts. Das auch manchmal. Also, ja, 1500 herum, und das ist jetzt aber ein reger Austausch zwischen Japan und China, handelsmäßig auch, und da wurde ja natürlich auch der Buddhismus nach Japan importiert, ja, und damit auch die Medizin, die war damals eben Kampo, in dem Sinn heißt die klassische Verfahren, Ho, nicht? Und Kan ist von China her, nicht? Aus der Han-Zeit. Das Ganze basiert ja im Grunde auf 2 Büchern, kann man sagen. Das eine ist das Shokanron oder Shanghanlun. Das ist die Basis akuter Erkrankungen mit fieberhaften Zuständen. Darin wird dargelegt, wie damals die Ärzte diagnostiziert haben und dann aufgrund der Symptome des Patienten die entsprechenden Rezepturen, also Pflanzenmischungen, zubereitet und verabreicht haben. Das ist dann eben nach Japan auch gekommen, wobei eben in Japan die Ausbildung heute in der universitären Ausbildung verankert ist. Sie können dort den Zusatztitel, also Facharzt für Kampomedizin, erwerben. Aha. Während in China ist es derzeit noch immer so, entweder macht man traditionelle Medizin, Studium an der Uni, oder man macht westliche Medizin. Also nur, dass ich das jetzt richtig verstehe, du kannst in Japan tatsächlich diese Form von Medizin, die ja bei uns, glaube ich, darauf möchte ich dann später eh noch eingehen, ja eher wissenschaftlich jetzt nicht anerkannt ist, mutmaße ich jetzt mal. Ja, da muss ich widersprechen. Okay. Die DCM, es ist ja die Basis, die DCM. Ja. Und die Forschungen im Bereich also der Pharmakologie sind teilweise also früher, vor allem in Japan, stark forciert worden in diesem naturwissenschaftlichen Bereich, dann in Kooperation mit China, und mittlerweile machen die Chinesen das halt selber. Okay. Also so ist es nicht. Also du kannst es aber in Japan definitiv, also wirklich universitär studieren. Ja, ja. Und du kriegst dann einen Abschluss. Also dort, wo ich eben war, der Chef, wo ich dort die 2 Jahre tätig war, der hat im Curriculum eben dieses vorgetragen für die Studenten, nicht? Und ein Lehrbuch herausgegeben. Und wenn man ja Fahrt war, und was macht man schon 2 Jahre lang, nicht? Abgesehen, dass man die Sprache am Anfang nicht gescheit kann, habe ich halt dann das Lehrbuch des Chefs übersetzt. Das gibt es auf Deutsch auch, wobei interessanterweise eben in Österreich da die Nachfrage sehr gering bis null war, und wieder einmal die Deutschen auch das Shokanron und Shanghanlun, diese Basis der traditionellen Pflanzentherapie, ins Deutsche übersetzt worden ist, und die Deutschen kaufen das und die Österreicher nicht. Okay. Mittlerweile gibt es eben diese Basis auch auf Russisch. Das auf Shokanon, Russisch? Okay. Shanghanlun gibt es auch in russischer Sprache. Russland habe ich überhaupt gehört, dass die in medizinischen Bereichen die sind, recht die sind fit gut, sind, keine Frage. Ja, auch im Bereich also Histologie und Pathologie also gibt es immer interessante Studien. Nicht? Nur es wird halt immer links liegen lassen. Nicht? Teilweise heißt es, es ist dort alles halt nur primitiv oder wie auch immer. Nicht? Aber die Forschungstätigkeit dort ist sicher
bedeutend. Okay. Wie ist das eigentlich, wenn man heute Arzt ist? Im Grunde genommen ist man ja Wissenschaftler auf eine Art und Weise. Ne? Sehe ich das jetzt naiv gesprochen so richtig? Oder, im Grunde würde die Forschung normalerweise sollte so sein, dass nicht nur geforscht wird, sondern der Forscher sollte auch am Krankenbett stehen. Ne? Genau. Teilweise ist das jetzt anders. Ne? Es gibt halt die Kolleginnen und Kollegen, die in der Forschung tätig sind, sind meistens dann halt im Routinebetrieb nichts zu tun, beziehungsweise ist derzeit halt am AKH das Gegenteil, nicht? Die müssen die Routine auch noch machen und dann kommt die Forschung halt unter die Räder. Und ein großes Problem ist natürlich die finanziellen Ressourcen, eben auch für die fachübergreifenden Forschungsprojekte. Ne? Und da hapert es natürlich auch. Hast du neben deiner Tätigkeit jetzt als behandelnder Arzt, in mit welcher Form auch immer, auch noch so diese Forschungsebene ein bisschen dabei? Oder ist das nicht wirklich? Nicht möglich. Gewisse Sachen sind auch aus den finanziellen Ressourcen her nicht möglich. Was man machen kann, sind Anwendungsbeobachtungen. Okay. Die rangieren natürlich im heutigen Forschungsjournalismus an der untersten Stelle. Mhm. Ne? Ganz oben werden dann halt diese Meta-Analysen gern herangezogen, nicht? Und groß angelegte Studien, wo man dann statistisch das auch aufarbeiten kann. Nicht? Aber das nutzt in der Praxis den Patienten wenig. Wenn ich dir jetzt sage, gut, es gibt die Gruppe A, nicht? Bei dieser Erkrankung hat die Chance, dass 80% nach 2 Jahren tot sind, und dann gibt es halt die B-Gruppen, die lebt noch 2 Jahren noch. Nicht? Was nutzt dir das als Patient? Nichts. Ich weiß auch nicht, in welche Gruppen du fallen wirst. Und schon haben wir dann das Dilemma, was machen wir jetzt? Nicht? Jetzt gibt es die anerkannten Verfahren, speziell halt in der Onkologie auch, aber auch bei anderen, sage ich, chronischen Erkrankungen. Und dann gibt es eben die nicht anerkannten Verfahren. Und ich denke halt, man sollte alles, was in dem Universum vorhanden ist, versuchen einzusetzen, wenn es ums Leben geht. Ja. Weil das Leben ist eine einzigartige Sache, die gibt es ein einziges Mal und nie mehr wieder. Und das sollte man sich halt auch einmal überlegen. Und da würde ich plädieren, dass man auch die ganzen additiven Verfahren, egal aus welchem Winkel die dann kommen, dem Studierenden der Medizin nahe bringt, sodass er nachher entscheiden kann, er hat eine Ahnung von den Sachen, nicht? Sei es auch von Hand auflegen, weil das wird ja aufbelächelt, nicht? Oder anderen etwas kurioseren Methoden, nicht, dass er Ahnung hat und auch den Patienten beraten kann. Und darum sind oft viele Patienten auch frustriert, weil sie finden keine Beratung in dieser Hinsicht. Nicht? Weil auch vom Zeitaufwand, das natürlich, sie können, oder man kann nicht in einer Stunde oder in zwei jetzt den betroffenen Patienten die ganze Pathologie noch darlegen, samt dem Immunsystem und wie das halt derzeit bekannt ist, dass das funktioniert. Wenn, man kann das schon, aber das kostet 2 Stunden mindestens im Erstgespräch. Mhm. Und wenn ich jetzt Angestellter oder nicht angestellter Franchisenehmer von den Krankenkassen bin, dann habe ich ein Problem, nicht? Weil ich ja abrechnen muss ich nach Quantität und nicht nach Qualität. Darum gehört das System dahingehend geändert, entweder sind alle angestellt bei der Krankenkasse, Kolleginnen und Kollegen, oder niemand hat einen Kassenvertrag aus. In Luxemburg ist es meines Wissens noch so, dass der Patient halt in Vorlage geht und kriegt dann alles von der Krankenkasse zurück, wo er halt eingezahlt hat. Ne? Ja. So hat mich ein bisschen abgeschwiffen, aber gut. Gut so. Abschweifen ist immer gut, da kommt immer was raus. Ja. Was würdest du sagen, wenn man das jetzt als Überschrift deklarieren würde, was ist so der grobe Unterschied zwischen der evidenzbasierten Medizin und der, sagen wir jetzt mal, der TCM? Grober Unterschied. Gibt es einen anderen Grundansatz? Ja, die traditionellen Medizinsysteme, auch wie Ayurveda zum Beispiel, der leider Gottes in Europa ziemlich abgeglitten ist in die Wellness-Szene, die aber letztendlich Ayurveda ist ein Ausgangspunkt, historisch gesehen, auch für die traditionelle Medizinsysteme. Man muss auch bedenken, dass die Inder damals schon chirurgische Operationen machten.
Und die Pflanzenmedizin, wenn man das verfolgt, ist von Indien über Tibet dann nach Südchina gekommen. Nicht? Aber das in China nicht so gerne halt. Die werden das halt das Gegenteil behaupten, dass alles auf ihren Mist gewachsen ist, wie man das halt so im Wienerischen sagt. Dem ist nicht so. Nicht? Da war sicher auch ein großer Austausch. Was aber anders ist, ist das, was bei uns jetzt in der Pathophysiologie quasi unterrichtet wird. Das sind die Veränderungen, die im Milieu oder in der Zelle stattfinden in der Zeit. Also das fließende Ungleichgewicht, das dann ins Gleichgewicht gebracht werden soll durch entsprechende Medikation, sprich halt in dem Fall halt Pflanzen. Abkochungen, das waren die primäre Art einmal, dann natürlich auch als in Form von Pulvern etc. Pillen hat es auch gegeben, nicht? Aber die Hauptgalenik in der Campo-Medizin und auch in der TCM, traditionellen chinesischen Medizin, sind eigentlich Abkochungen. Natürlich hat man dann gesehen, aha, mit dem kann man nicht so viel Geld machen, also waren die Pharmafirmen wieder rüstig und haben Granulate hergestellt, die der Patient dann nur mit Wasser auflösen braucht. Die Folge ist nicht, dass ich einige Inhaltsstoffe im Zuge der Prozessierung als Granulat verloren gehen. Ja, das war mal, was war jetzt eigentlich die Frage? Die Frage war, ob es sowas gibt wie einen groben Zugang, wo man sagen kann, okay, die Schulmedizin. Es geht ums Gleichgewicht und dort in der Lehrmedizin versucht man halt immer eine Stellschraube dann zu verändern. Das ist ja auch das Dilemma, was wir manchmal haben, dass halt die Pharmaka oder das Medikament eine Monosubstanz ist. Man kann dann genau nachvollziehen, wo geht es hin meistens und wo wird es abgebaut und wie wird es ausgeschieden. Hat aber dadurch natürlich manchmal auch mehr Nebenwirkungen. Das sei aber nicht, das muss man schon betonen, dass die Naturheilkunde nicht ungefährlich ist. Ne? Weil die Gifte, die man in der Natur hat, sind Sonderzahl und auch sehr stark. Und wer sie nicht auskennt, kann sie da ja locker dann damit auch vergiften. Ne? Ja. Weil immer getan wird, das ist die sanfte, heile Methode etc. Ja. Von sanft kann teilweise keine Rede sein. Ne? Weil Pflanzen wie Aconita verwendet werden, das ist ein hochtoxisches Alkaloid in der Pflanze Aconit, nicht? Also im roten Eisenhut. Ja. Soweit haben wir dazu. Nicht? Also entscheidend ist halt, ja, der Ansatz ist eben, wie ein gesamter Ansatz. Mhm. Das heißt, sogenannte Ganzheitsmedizin dann immer herumschwebt und auch in den esoterischen Bereichen, die man eigentlich heute schon exoterisch nennen muss, ne? Weil es ja mit ESO nichts mehr zu tun hat oder nur wenig, weil da geht es wie immer und überall halt um Geld verdienen. Ne? Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, die Frage wurde dadurch damit eigentlich eh ganz gut beantwortet. Also es ging eben um die Frage des verschiedenen Ansatzes, also der verschiedenen Ansätze. Ja, eben der Ganzheitsmedizin ist ja der ganzheitliche. Im Grunde, was soll das sein? Ne? Ja. Das eine sind halt die Abläufe, die in den Zellen stattfinden. Das andere ist halt dann noch, was dazukommt, ist die Psyche. Das ist ein interessantes Gebiet natürlich, nicht? Weil niemand kennt sie. Alle reden davon und alle wollen es therapiert werden oder sie wollen sie therapieren. Ne? Ja. Das heißt nicht, dass ich im Herrn Virchow jetzt das Wort rede, die Psyche, Seele, nicht? Und der quasi gesagt hat, Virchow war ja der Pathologe, der die Zellpathologie quasi entdeckt hat und auf den Weg gebracht hat. Ne? Er hat zig Leichen seziert und die Seele habe ich nie gefunden und gesehen. Man hat sogar eine Zeit lang abgewogen, ob da nicht was weggeht oder emaniert. Ja. Leider ist da nichts rausgekommen. Das war so wie vor 100 Jahren mit den Schädelphysiognomien, dass man vom Schädelformen dann gleich Rückschlüsse auf den Charakter zieht etc. Ja. Ne? Ja. Wie, wobei man ja sagen muss, dass die Schulmedizin ja durchaus, glaube ich, mittlerweile auf
auf den psychischen Aspekt ja schon auch mehr eingeht als... Ja, wird immer mehr, ja, ne? Keine Frage. Ja. Der Nachteil ist halt oft, dass die Psychiater sich jetzt bemüßigt fühlen, halt auch hier vor allem nur Pillen zu verschreiben, als den Problemen auf den Grund zu gehen. Ne? Das ist halt mehr schon den Psychotherapeutinnen und Therapeuten dann überlassen. Mhm. Okay. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, insbesondere glaube ich in den Bereichen, die jetzt da tatsächlich auch ein bisschen eine Bildung auf dem Gebiet haben, die jetzt da entgegnen würden, dass jetzt da alles, was aus dieser Alternativszene kommt, kompletter Schwachsinn ist, weil es wissenschaftlich nicht fundiert sei, weil es zu vielen Dingen und nennen wir es Phänomenen keine Doppelblindstudien gibt, etc. Ja, was sagst du da dazu? Da sind wir beim einen Problem schon wieder, nicht? Letztendlich sind die Studien, wenn man sie genau betrachtet, nichts anderes wie Zusammenfassung von Einzelfällen. Dann kommt noch dazu, dass man... Dass ich unterbreche. Ja. Vielleicht können wir das kurz einmal, weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die gar nicht wissen, wie so eine Studie funktioniert, was eine Doppelblindstudie ist. Vielleicht können wir das kurz einmal erklären, mit einfachen Worten. So wie doppelblind heißt, man ist auf beiden Augen blind. Ne? Und auf die Hühneraugen auch noch. Nicht? Also das ist die Wanderstudie. Genau, sozusagen. Es weiß der Arzt nicht, was er verabreicht und es weiß der Patient nicht, was er bekommt. Okay. Damit versucht man halt gewisse Vorurteile vorab schon einzuschränken. Ne? Sprich, ein Placebo-Effekt kann man dadurch eigentlich ja, wobei ja das eigentlich im Grunde auch ein Effekt ist. Und wenn das Placebo etwas bewirkt, dann ist es im Grunde auch kein Placebo mehr. Und da gehört natürlich auch die Empathie dazu, die heute halt im Routinebetrieb im Spital oftmals unter die Räder kommt, weil die Kolleginnen und Kollegen und auch das Pflegepersonal unterbesetzt ist. Ja. Man braucht einfach in dem Bereich, und das ist auch das, was wirtschaftlich am teuersten ist, man braucht mehr Leute. Und das wollen die Spitalserhalter aber nicht wahrhaben. Ne? Da wird gespart. Die Folge ist, dass halt einer die Arbeit von drei machen soll. Ne? Und dann ist keine Zeit mehr, dass man Händchen hält oder zuhört oder halt ins Gespräch versucht halt zu explorieren, was da das Problem sein könnte. Ne? Ja. Das ist jetzt keine Entschuldigung, nicht? Aber dort liegt der Wurm primär überhaupt begraben, im sogenannten Management. Nicht? Das heißt, das Management wird nicht von den Medizinern oder von den entsprechenden Fachkräften gemacht, sondern primär einmal wird einer von der WU, also Abgänger, Wirtschaftsuniversitätsabgänger, wird dann dort eingesetzt als Manager für den Bereich Budget und Finanzen. Und dann kann man ja mit der Stoppuhr gehen und sagen, na, für die Spritzen brauchen wir so lange und für das so lange. Ja. Und im Nachtdienst haben sie dann anfuhren, der betreut dann eine interne Station mit 5. Nein, gut, das ist ja ein klassisches... Aber da bin ich jetzt wieder abgeschwiffen. Mach das es ist ja es ist auch ein politisches Thema, aber das, ist ja auch das so Problem, das ja nicht? Weil ich sage, in der Ausbildung gehört, die Kollegen sollen nicht das lernen, was es halt gibt da noch an Zusatz und Alternativen. Nicht? Sei es die Homöopathie, die natürlich immer wieder ins Kreuzfeuer nennt man das, nicht? Oder in die Kritik der Gläubigen, orthodox Gläubigen, und das spielt jetzt auch wie in die Religion hinein, weil die Medizin, das ist ein Business und dort gibt es dann genauso halt, teilweise ist das schon wie in der Religion. Nicht? Wer nicht glaubt, ist ein Heretiker, wer da gerne noch was anderes macht, nicht? Und behauptet, nicht, der ist überhaupt schon sehr schlecht, nicht? Und im schlimmsten Fall ist kommt man auf den Scheiterhaufen. Das heißt, man könnte, also wenn ich deine Aussage jetzt richtig interpretiere, geht es fast ein bisschen in Richtung mittelalter-katholische Kirche. Nicht nur. Ja. Also keiner dieser großen Gemeinschaften ist frei von den Dogmatisten. Ja. Aber kann es nicht sein, weil du zuerst gesagt hast, das habe ich sehr interessant gefunden, der Placebo, der ja ab dem Moment eigentlich schon seine Berechtigung hat, dadurch, dass er einfach funktioniert, kann es nicht sein, also ganz suffisant,
dass das tatsächlich, also jegliche Form von Alternativmedizin, die jetzt nicht zu 100% wissenschaftlich jetzt fundiert ist, ja, dass das eigentlich rein wissenschaftlich betrachtet tatsächlich ein kompletter Holler ist, ja, und einfach nur funktioniert wegen dem Placebo, was ja durchaus dann legitim ist, wenn es funktioniert, soll es ja funktionieren, ist ja gut so, aber dass es in Wirklichkeit tatsächlich nur der Placebo ist? Naja, bei Holla, nicht? Das ist der Holunder, das ist eine wertvolle Pflanze. Nicht? Also ich würde das nicht als Holla bezeichnen, nicht? Einerseits, zweitens. Ist egal, im Universum gibt es alles Mögliche und man kann das auch einsetzen, wenn man kann oder wenn man will. Nicht? Das Problem ist einfach, dass man halt entsprechend offen, wie sagen die Anglikaner heute, halt, also die im britischen Bereich, halt open-minded. Nicht? Dass man halt nicht vorab voreingenommen ist und sagt, das gibt es nicht, das kennen wir nicht, das wissen wir nicht, ja, das, was der Österreicher überhaupt und der Wiener überhaupt gerne macht. Nicht? Was brauchen wir das? Das haben wir alle so gemacht und daher das andere, das existiert dann nicht. Nicht? Zum Beispiel, was ich weiß, hast du ja in der TCM ja sehr viel mit elektromagnetischen Feldern wird da gearbeitet. Ist das richtig oder habe ich das irgendwie falsch? Das ist woanders hingeordnet. Ich meine, es gibt, nehme ich alles zurück, behaupte das Gegenteil. Die Akupunktur, ja, da wird beforscht, halt, in Graz, die hat dann da sehr rührig unter dem einen Professor, der Name ist mir jetzt entfallen. Die haben da interessante Zusammenhänge herausgefunden, nicht? Auch mit Wärmebildkameras etc., nicht? Dass man, wenn man einen plastisch sagt, man sticht unten am Punkt am Knöchel und auf einmal kommt es zu einer Hyperemissierung im oberen Körperbereich. Okay. Interessantes Phänomen, nicht? Einerseits. Nicht? Andererseits natürlich klar, wenn man sich die Embryologie einmal anschaut, aus was entsteht dieser gesamte Mensch, also dieser Organismus, aus zwei Zellen mit einem halben Chromosomensatz. Ne? Und dann hätte man natürlich, wenn man das weiterverfolgt noch, ne, das was bestehen jetzt wieder die Zellen etc., ne, die bestehen dann aus einzelnen Molekülen, die Moleküle aus Atomen, die Atome haben natürlich auch wieder ihre Strukturen und da gibt es Elektronen und dann kommt man eigentlich in den Bereich der Atomphysik oder Atomchemie und in dem Bereich sollte man halt auch weiterforschen, was nicht gemacht wird. Ne? Und natürlich im Bereich der elektromagnetischen Felder, nicht? Weil die Informationsübertragung, so wie wir dort sitzen, das geht dann alles raus, nicht? Wird quasi kodiert und in Form von elektromagnetischen Feldern weggeschickt. Nicht? Ja. Es wimmelt ja da jetzt von Informationen sondergleichen. Nicht? Die Frage ist, ob das auch gesund ist, nur Hände zum Beispiel. Nicht? Und eben die Zellen untereinander sind im Grunde ja auch, Zellen sind Dipole, nicht? Das geht jetzt in die Physik hinein. Nicht? Das sind im Grunde, wie kann man das am leichtesten erklären? Das sind Sendeanlagen, kleine. Nicht? Die erzeugen selber Frequenzen nicht? Und möglicherweise kommunizieren die auch so über diese Form, was halt derzeit nicht im Fokus der allgemeinen Forschung oder Forschungsbetreibenden ist. Ne? Und das ist, ja, es gibt immer noch Untergrundforschung in dem Bereich. Ne? Ja. Hast du das Gefühl, dass auf der wissenschaftlichen Ebene zu diesen ganzen Themenbereichen sich in der Forschung was tut, dass man, es war ja immer so in der Geschichte, dass zuerst die Phänomene gegeben hat und dann hat sie die Forschung irgendwann einmal, hat das erklären können. Ne? Tut sie in die Richtung was, dass man sagen kann, okay, es gibt jetzt viele Teilbereiche, zum Beispiel der TCM, die sind jetzt da einfach wissenschaftlich nicht erklärbar, aber ja, es wird erforscht und es schaut ganz gut aus, dass man gewissen Phänomenen vielleicht auf die Schliche kommen könnte in Zukunft. Oder wird das gar nicht probiert? Oder oh ja, schon? Durchaus. Es wird immer mehr auch, ich meine, über das Beispiel Japan genannt, da ist die Forschung in dem Bereich, was jetzt die Pharmakologie und die Wirksubstanzen und die einzelnen Bestandteile der Pflanzen betrifft, auch eben auch in China ziemlich weit fortgeschritten. Und dann gibt es auch Methoden, so wie das
eine Institution in Innsbruck bei uns macht. Ne? Die arbeiten mit dem ORAC-Test. Das ist eine hochinteressante Sache, wenn man da in die Nähe einer individualisierten Medizin kommen kann. Das heißt, ich habe einen Chip und schaue nach von Patienten halt seinen Zellen oder Genomen und gebe dann eine Substanz dazu oder ein Gemisch. Zum Beispiel das Batma war so ein Fall. Ne? Und schau, was macht das jetzt mit meinen Zellsignalwegen. Ne? Und das ist natürlich interessant, weil damit kann man die, könnte man für jeden einzelnen Menschen dann eine gerichtete Therapie machen. Ne? Aber das ist halt eine Geldfrage und das wird so nicht bezahlt. Warum wohl? Naja, da darfst du mich nicht fragen, also da bin ich über. Jetzt habe ich gehört oder irgendwann einmal gelesen von dieser Dr. Hamer, sagt der was? Das ist diese germanische. Nein, den haben sie ja die Lizenz entzogen. Das genau. War auch schon, ja, 20 Jahre, kann man sagen. Ist, inwiefern? Kennst du das inhaltlich ungefähr, um was da geht? Natürlich. Er behauptet, also es gibt diese Hamerschen Herde. Wenn man also eine CT macht vom Schädel und Gehirn, dann kann man diese Herde erkennen. Und die sollen eben verantwortlich sein, dass irgendwo im Körper halt eine Neoplasie, also eine Neubildung entsteht. Ne? Und wenn man diesen Herd löschen kann, dann müsste das auch weggehen. Nicht? Und das funktioniert halt nicht immer. Ja. Die Folge war, dass ihm halt die Berufsberechtigung entzogen haben. Hat also mit dem Ansatz, mit dem du arbeitest, relativ wenig bis gar nichts zu tun in Wirklichkeit. Ja. Ich frage deswegen, weil ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch in meinem Umfeld einfach ein paar Leute auch gefragt, welche Fragen hättet ihr an jemand, der einerseits Schulmediziner ist, als auch TCM bzw. Campo-Medizin macht. Da ist diese Frage unter anderem auch aufgetaucht. Weil du mit Onkologie dich ja sehr beschäftigst, ist jetzt zum Beispiel sehr im Umlauf dieses Gerücht, dass zum Beispiel THC hilft. Was hältst du das von dem? Das ist ja nichts Neues. Okay. Die israelischen Kliniken, die haben da extrem gute Forschungsarbeiten geleistet. Dort ist es auch gang und gäbe, dass man das einsetzt, aus medizinischen Gründen. Da werden sich die Kiefer freuen. Step in Musik und Kinder dafür. Ja, ja. Außerdem muss man sagen, der Samen von diesem Cannabis wurde auch in der traditionellen asiatischen Medizin immer wieder verwendet, allerdings eben als Abführmittel. Okay. Und nicht um high zu werden oder sonst welche Visionen aufzureißen. Ja. Und relativ Neues, also für mich neu, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich neu ist, soll ja die Geschichte mit dem Methadon sein. Hast du von dem ja, schon das gehört? Ist ein Hype. Momentan. Okay. Das ist so wie halt auch dieses in Verruf gekommene Contergan, vor Jahrzehnten muss man schon sagen, ist jetzt auch wieder als Medikament zugelassen. Ne? Und ob es was bringt, man muss es ausprobieren. Also, es ist einfach ein Probieren. Ja. Nicht? Vielleicht dem einen hilft es, dem anderen nicht. Der dritte wird nur mau, wie man sagt. Ne? Der hängt halt dann im Sessel und ist weggedröhnt. Ne? Okay. Ich hau da jetzt vielleicht ein paar so Begriffe drüber, die mir so eingefallen sind zum Thema Alternativmedizin noch. Und vielleicht sagst du da einfach irgendwas dazu, was du davon hältst, ob das für die sinnvoll ist oder was darüber weißt oder wie auch immer, was da einfach einfällt. Also den Dr. Hamer und seine germanische Medizin haben wir eh schon gehabt. Homöopathie zum Beispiel? Ist ja, ist wieder in Verruf oder in Verriss gekommen. Natürlich auch, weil ab der Loschmidtschen Zahl, also 10 hoch 23 glaube ich war das, wenn ich mich da richtig noch erinnere, ja kein Molekül der Ursubstanz mehr drinnen ist. Ja. Ne? Jetzt haben wir natürlich noch das Phänomen der sogenannten Information über elektromagnetische Felder. Ja, das sollen sie halt weiter beforschen. Das große Problem kann natürlich sein, wenn der Organismus nicht mehr reagibel ist, also er kann nicht mehr reagieren, dann wird man mit diesen Methoden
Schiefbruch erleiden, weil der einfach nicht reagieren kann. Aus. Der Reiz ist zu klein. Okay. Auf einen groben Klotz gehört dann ein grober Keil. Oder okay. Was umgekehrt ist. Gut, lass mal einfach so stehen. Ja. Kinesiologie. Klingt ja nach chinesischer Medizin oder damit nicht viel zu tun. Muskeltestung hat was an sich. Nicht? Das ist so wie die Radiästhesie. Nicht? Das Fühlen von Strahlen oder Entschuldigung, Erdstrahlen, Wasseradern, Stichwort. Nicht? Die Sache ist ja nichts Neues. Die Radiästheten hat es schon gegeben bei den römischen Legionären. Die haben immer welche mitgehabt, die mussten für die Legionen Wasser suchen, wenn der neue Standplatz halt bezogen wurde. Nicht? Das hat viel mit Physik zu tun und natürlich halt auch mit Kunst, auch irgendwo, so wie eigentlich die Heilkunst eine Kunst ist und nicht ein Job. Und die Kinesiologie ist auch ein Teil davon. Nicht? Problem ist wieder, wenn der Tester sich was einbildet und selber testet, da kommen wir jetzt fast in die Doppelblindstudien hinein, ja. Kann er das Ergebnis leicht beeinflussen. Das heißt, im Grunde müsste es so sein, wenn jemand was austesten will, dann muss er das der Testperson und die den Test durchführt, nicht sagen, was da getestet wird. Ne? Ja. Das heißt, der eine macht halt, drückt den Arm runter oder macht den O-Ring-Test, halt, die Finger auseinanderziehen und der Proband muss halt dann, oder der getestet wird, muss halt sagen, so fest wie möglich halten. Ne? Ja. Und der eigentlich jetzt dann so irgendwas austesten möchte, an Substanzen oder sonst was, nicht, der muss außen vor bleiben. Nicht? Jetzt haben wir natürlich noch den Einwand, könnte man sagen, gut, der sitzt im selben Raum, vielleicht beeinflusst er das. Nicht? Könnte ja sein. Nicht? Und da kommen wir ins Gebiet wieder von der Physik. Nicht? Da gibt es ja dieses Experiment mit den Elektronen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Kassen haben, nicht? Wo man die Spinrichtung eines Elektrons verändert und dann haben sie nachgewiesen, dass das die paarigen Elektronen, die zusammenkommen, wenn man die trennt, sowas, nicht? Und dann von einem die Spinrichtung ändert, dann ändert der andere die Spinrichtung auch, obwohl er Kilometer weit weg ist. Und da wird es halt dann schon hakelig, weil dann kommen wir, wie bei Goethe sagt, nicht alles, was mess- und wägbar ist, ist deswegen nicht vorhanden. Ich habe das jetzt abgewandelt. Das geht ein bisschen anders, glaube ich, aber er hat den Sinn gemessen. Ja, genau. Okay. Aber grundsätzlich dieses, worauf diese Kinesiologie basiert, das Muskeltesten an sich, also dass der Muskel grundsätzlich ein Indikator sein kann, ist... Ja. Okay. Ich frage mich auch dort deswegen ein bisschen nach, weil wir demnächst wahrscheinlich auch einen Kinesiologen da haben werden. Du musst das recht interessant. Ja, dann viel Spaß beim Interview. Du wirst ja gleich merken, ob er Dogmatiker ist oder nicht. Ne? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Wie auch immer, schauen wir mal. Ja, genau. Nächstes Ding, Bachblüten. Ja, gehört in Grund zur Homöopathie. Okay. Es ist dasselbe Prinzip. Der Dr. Bach war selber Arzt, hat vorher mit Bakterien experimentiert und eine Nosodentherapie entwickelt und ist dann halt auf die Blüten gekommen. Aber das Prinzip ist das gleiche wie homöopathische Substanzen. Ne? Okay. Bioresonanz. Das spielt in Richtung halt Kinesiologie, aber mittels Apparatur. Okay. Right? Beziehungsweise die Grundlage waren von Marschner, glaube ich, haben die das einmal untersucht, vor Jahren schon. Unterschiedliche der Hautwiderstand ändert sich mit, wenn man was injiziert oder verabreicht, dann verändert sich der Hautwiderstand, den kann man messen. Ne? Das ist halt wieder auch gewisse Probleme gibt es halt, wenn man das zu fest andrückt, zu feucht, zu wenig hat, dann ändert sich auch der Hautwiderstand. Ne? Also die technischen Probleme gibt es auch da. Aber wenn jemand damit gut umgehen kann, dann kann er sich gewisse Informationen damit holen. Ne? Ja. Energiearbeit als Überbegriff? Ist auch nichts Neues. Das hat es schon seit, wahrscheinlich gegeben, seit es den Menschen gibt. Nicht? Ja. Primitivste, nicht als negativ zu verstehen, sondern die einfachste Form ist Handauflegen. Nicht? Was macht die Mama? Meistens sind es halt die Mütter, nicht? Wenn da... Das Kind stürzt, ne? Man bloßt halt drauf und legt die Hand auf und siehe da, der Schmerz lässt nach. Ja, aber ist das nicht ein reiner Placebo? Ja, selbst wenn es ein Placebo wäre. Ja. Oder psychosomatische Reaktionen im Grunde genommen. Wurscht.
Reaktion ist Reaktion. Ne? Das passiert ja was, der Schmerz geht weg. Ne? Und das kann man ja selber auch ausprobieren, nicht? Wenn man Kopfweh hat. Meistens legt man dann den Kopf in die Hand oder auf gewisse Dings, bevor man halt dann sagt, jetzt pfeife drauf und nimmt das Pulverschluss. Ja. Nicht? Weil dann ist schneller weg. Ja. Dann relativ neu, unter Anführungszeichen, am Markt, was also wirklich so Furore gemacht hat, war dieses MMS. Das ist aus Amerika, meines Wissens, wo ich mich so Jim Humble hat der Typ genau, krass, nicht? Ja. Wird Wunderdinge nachgesagt, leider Gottes, es halt auch nur zum gewissen Teil, was hineininterpretiert wird. Sicher brauchbar, aber manchmal funktioniert es und dann wieder nicht. Und dann kommen wir zu den Enttäuschungen. Nicht? Hm. Wenn jetzt ein Schwerkranker halt dann seinen letzten Strohhalm tut, auch noch zusammenbricht, und dann heißt es, ja, was hat das gekostet? Wahnsinn, nicht? So viel Geld da investiert und das hat nichts gebracht, nicht? Der ist trotzdem verstorben. Nicht? Da kommen die Anverwandten. Gut, das MMS ist ja, kostet ja nichts. Das ist ja der, wäre das ja ist da, ja, also sage jetzt ist, einmal, ja. Nicht das Problem. Ja. Ne? Wenn du deine persönliche Art und Weise, ich komme jetzt wieder mit dem zu heilen, zu arbeiten, medizinisch zu arbeiten. Da muss ich leider unterbrechen, ich kann niemanden heilen. Okay. Dann machen wir so, deine Medizin. Ich kann unterstützen. Unterstützen, okay. Deine medizinische Arbeit, wenn du die unter so kurz zusammenfassend beschreiben würdest, wie würdest du sagen, weil du hast ja auch ein Institut gegründet. Ne? Naja, das war im Grunde dann nichts anderes als meine Ordination. Ja, also sozusagen. Zentrum Nosomi, glaube ich. Ja, das war ne? der Name. Halt, ja. Nicht? Es gibt halt dann eben für entsprechende fachliche Probleme eben auch dann das Netzwerk. Heute ist ja alles auf Netzwerken und Netzwerken aufgebaut und ich bin auch ein Netzwerker geworden. Ja. Es gibt ja oft auch diesen Vorwurf, der so ein bisschen im Raum steht, gerade bei den Alternativmedizinern, die machen das ja eigentlich, also eigentlich wissen sie ja, dass das alles ein Blödsinn ist, ne? Das ist alles ein Larifari, und die machen das ja alle wegen einem Geld, weil da ist ja natürlich die große Kohle drinnen. Was entgegnest du auf sowas? Schwierig, nicht? Ja. Bist du wohlhabend? Wohlhabend ist ein guter Ausdruck. Ja. Na, ich meine, ich bin nicht, sage ich, auf der Straße schlafe ich nicht. Ne? Ja. Aber so reich oder wohlhabend in dem Sinn bin ich sicher nicht, weil ich schaffe es nicht mehr, dass ich eine Eigentumswohnung für die Kinder zusammenspare. Meine Eltern haben das zusammengebracht. Okay. Ja? Also das ist das heute heißt, in der Form mit dem Beruf nicht du möglich. Du bist im Grunde genommen genauso wie jeder andere, Ich bin zwar selbstständig, das hat seine Vorteile, weil kein Chef mir irgendwas erklären oder sagen will. Ne? Der Nachteil ist, ich weiß oft nicht, wann der Kalender, wenn ich den anschaue, naja, so voll ist er nicht. Mhm. Keine Ahnung, wie wir den nächsten Monat vielleicht überleben werden, aber siehe da, bums, es hat bis jetzt hat's immer funktioniert. Ne? Ja. Aber großartig Schulden machen und so weiter sicher nicht. Okay. Sagen wir so, ich kann gut leben davon, aber große Sprünge in dem Sinn interessieren mich auch nicht. Ja. Wenn ich das Geld hätte, würde ich was anderes damit machen. Ja. Ich würde zum Beispiel eben das in die Forschung investieren. Ja. Und das heißt, aber nicht außer Universität zum Beispiel, oder nur in Zusammenarbeit mit denen. Ja. Und ich sage dann, wo es lang geht. Ja. Und nicht, dass der Forscher quasi immer betteln gehen muss, um, so wie es jetzt ist, nicht Drittmittel. Nicht? Weil Grundlagenforschung zum Beispiel wäre Aufgabe des Staates, also von uns allen, dass man das Geld dort investiert, auch wenn dabei angeblich nichts rauskommt, was ich kaufmännisch verwerten kann. Aber die Erkenntnis ist einfach entscheidend, sodass ich vermeiden kann, dass ich den Weg noch einmal gehe, nicht? Was heutzutage oft passiert. Nicht? Und die Drittmittelfinanzierten, wenn ich, so wie du es halt, also bist der Kaufmann, und sagst, okay, ich habe so und so viel Geld, ja, dann mach einmal was. Und nach einem Jahr zeig einmal, was da rausgekommen ist und können wir das verkaufen. Ne? Mhm. Und wenn wir es nicht verkaufen können, sagst du, naja, pass auf, Alter, das ist nichts, wenn wir jetzt den Hahn abdrehen. Ne? Mhm. Und jetzt hat man dann die lieben Forscherkollegen, nicht? Die hängen ja alle an dem Tropf. Da fahren wir es da nichts.
Vertrag hat er auch in dem Sinn nur gehabt, ein Jahr, zwei Jahr, drei und dann steht er da von nichts aus, nichts mehr. Wo wir vielleicht eh schon relativ zu einer Abschlussfrage kommen können, was tätst du vom medizinischen System, vom Gesundheitssystem, das ist eigentlich der korrekte Terminus, wünschen, wenn du jetzt da, wenn du jetzt da die Möglichkeit hättest, da was zu sagen? Was wäre für dich so am dringlichsten und am wichtigsten, dass wir da ein bisschen was weiterkriegen, deiner Ansicht nach? Das ist ein komplexes Thema. Du fragst es. Vielleicht zwei, drei Punkte. Es geht ja, da gehört ja nicht nur, wir sind in der reparativen Medizin tätig. Du musst in die Prävention gehen. Nicht okay. Primär, also vorher schon. Ja. Und das gehört eigentlich von Kleinkind auf an. Jetzt haben wir aber dort auch ein Problem. Nicht? Was ist gesund? Nicht? Teilweise nimmt die Fettleibigkeit bei den Kindern erschreckend zu. Ne? Die Erwachsenen auch und die Haarfallen naja, auch aus. Es gibt halt Gott sei Dank bei uns derzeit keine Hungersnöte. Ja. Das war, früher ist das ausgeglichen worden. Ne? Dort müsste man auch ansetzen. Ne? Und nicht erst dann hinten. Ja. Bei A ansetzen und nicht bei Z. Und dort halt versuchen zu reparieren. Ne? Das ist wie wenn man ein rostiges Auto hat. Da schweißt man dort ein Loch zu, dann reißt man anders was auf. Ne? Ja. Die Karosserie wird altert halt. Ne? Und das Ablaufdatum hat jeder mitgekriegt. Und da ändert gar nichts. Da kann man machen, was man will. Ja. Auch wenn so getan wird. Ne? Man könnte hier unsterblich werden. Außer wer will das da schon? Das ist ja ein Gefängnis. Ne? Das ist doch wieder ein eigenes Kapitel. In einem gewissen größeren Rahmen. Aber, ne? Und vor allem, wenn man Schmerzen hat, weiß ich nicht, ob das dann so lustig ist, wenn man da ewig herunten so dem laborieren würde. Ne? Bist du eigentlich für die Sterbehilfe? Das ist eine gute Frage. Also juristisch, nicht, damit dann alle wissen, das ist sicher nicht. Ne? Ich bin nicht für die Sterbehilfe. Okay, gut. Ich ziehe die Frage zurück. Ja, dann war die von meiner Seite eigentlich. Weil, wie gesagt, aus der Prämisse, man stirbt sowieso an dem Zeitpunkt, an dem Tag und zu dem Zeitpunkt, den man mitgekriegt hat. Nur das zu beweisen, ist halt ein anderes Problem. Ja. Aus der klinischen Erfahrung, was ich oft halt gesehen habe, auch, ne, das ist dann wurscht, was man macht. Wenn das Ende da ist, ist es da. Bei einem kann man alles falsch machen, der geht zu Hause. Bei anderen macht man alles lehrbuchmäßig richtig beim Patienten und der geht nicht zu Hause, sondern kommt dann vom Spital auf den Friedhof. Ja. Und interessant ist ja, dass nicht mehr ein Spital meistens der Friedhof ist. Ist das tatsächlich so? Ist man noch ja, muss man schauen. Ja? Schau mal, Wilhelm Innenspital, daneben ist der Friedhof. Nicht? Bei anderen im Land oft auch die Spitäler. Ja. Man sagt, aha, da war vielleicht irgendwo einer, aber den haben sie ja zugeschieden. Ja, man könnte sagen, da hinten der Währinger, nicht? Der geschlossene, nicht? Der zugesperrt ist. Nicht? In Währinger Straße Volksoper hinten gibt es ja einen Friedhof. Ja, logistisch ja nicht. Wo blöd, angeblich eigentlich. Beethoven ja primär begraben wurde. Sein soll. Ja. Ja, nicht schlecht. Mit diesen Worten möchte ich mich bei dir bedanken, dass du da warst. Das ist ganz großartig. Wir werden dann unten einblenden deine Homepage-Adresse, damit man dich auch können es dann alles nachlesen. Genau, damit man was nachlesen kann oder auch gegebenenfalls einen Termin oder was ausmachen. Ja, falls wer was braucht. Und eben, wie gesagt, ich bin privat. Es gibt halt Krankenkasse nur für die Vorsorge, sonst ist das halt kostenpflichtig. Aber auch da wird sich ein Modus wie Wendy, wie man so schön sagt, man wird schon Mittel und Wege finden. Ne? Ja, gut. Dann freue ich mich auf die nächste Sendung von Blöde Frage. Heute war es mit Dr. Helmut Baczowski. Ich habe viel dazu gelernt. Ich hoffe, dass auch unsere Zuschauer ein bisschen neue Infos bekommen haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir dann vielleicht ein bisschen chatten können, auch im Diskurs gehen ein bisschen. Und wünsche noch einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer.